Ich bin Salis von Underground Art Academy und in unserem Programm Vogelgespräch heute haben wir den Künstler André Ustinov zu Gast. André, kannst du dich mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin André Ustinov. Ich bin ein Performance-Künstler. Ich arbeite interdisziplinär mit verschiedenen Medien und in verschiedenen Kontexten. Und Medien werden immer kontextbezogen aufgesucht. So kurz kann ich mich vorstellen. Danke sehr, André. André, wir leben jetzt gerade in einer Zeit von Corona-Geschichte. Wie hast du als Künstler diese Zeit mal erlebt? Und Corona ist für mich eh ein Phänomen, das ich über Medien und zum Großteil über Internet beobachte. Und natürlich die letzte Monat, seitdem es so wirklich intensiv geworden ist, mit Lockdown und alle möglichen Kontaktverbote und Einschränkungen, kann man das auch also draußen beobachten, in Geschäften, auf der Straße und öffentliche Räume und so weiter und so fort. Wie fühlt man so als Performance-Künstler in dieser Zeit, wo man fühlt so, die Leute dürfen nicht rausgehen, dürfen nicht bewegen, so, wie ist die Gefühl hier? Der öffentliche Raum ist nicht mehr da. Also, da, wenn alle zu Hause sitzen, wenn öffentliche Treffen, Versammlungen verboten sind, wenn alle Veranstaltungen in öffentliche Räume verboten sind, es ist so gut wie Verlust von öffentlichem Raum. Deswegen, ich habe das verloren, womit ich mein ganzes Leben beschäftigt war. Und natürlich beginnt man zu denken, was hat man in der Zeit, wenn öffentlicher Raum nicht mehr existiert und nicht mehr zur Verfügung steht. Danke. André, hast du ein Kunstwerk, was du uns mal gerne mal vorstellen kannst? Ja, also genau, da ich diese ganze meine Gedanken nachgehe, öffentlicher Raum, dann kam ich direkt zu einer Idee, die dann später oder jetzt zu einem Projekt sich entwickelt hat. Das Projekt läuft gerade, ist noch nicht abgeschlossen. In einer Entwicklungsphase ist es sogar in so einer Entwicklungsphase, wenn man sagen kann oder dass man fürchten kann, dass das Projekt vielleicht auch scheitern wird oder nicht so entwickeln wird, wie ich das geplant habe und gestartet habe. Also mal sehen. Das Projekt heißt Aftermask. So auf Englisch. Das ist so eine Wortkreation, die ich mit meiner Freundin zusammen gebastelt habe, weil meine Freundin kommt aus englischsprachigen Raum. Und sie hat mir dann diese Titel vorgeschlagen als Idee und ich fand das ganz toll. Klingt sehr gut und genau entspricht der Inhalt des Projektes. Also, Aftermath kommt von zwei Wörtern. Aftermath, das ist so auf Deutsch, kann man verstehen als Nachwirkung einer Katastrophe, Nachernte. Das ist so der Gras, das erst entsteht, wenn die Ernte schon abgeschlossen ist. Oder die auf Englisch man Wort automatisch verwendet, eher mehr im übertragenen Sinne als eher Nachwirkung einer Katastrophe.
Und Mask, ja, braucht man nicht übersetzen, das ist eine Maske. Und für mich, dass dieses Wort Automask bedeutet, eine Maske, die entstand in der Zeit, wenn keine Masken mehr zur Verfügung gibt. Meine Freundin wollte eine Maske anziehen, wenn sie unterwegs war im Zug. Sie spontan kam zur Idee, eine Schlafmaske zu benutzen. So, das ist Schlafmaske, das ist, was ich jetzt gerade hier habe. Ich habe sie extra jetzt angezogen, so sieht es aus, die Schlafmaske. Die meisten kennen diese eine Schlafmaske. Die Schlafmaske so sieht aus wie eine, fast wie eine Virtual Reality Maske. Das ist eine Maske, die man anhat, um sich von der Welt zu trennen und mit seiner inneren Welt sich beschäftigen. Schlafen im Flugzeug, im Bus, in seine Gedanken sich vertiefen, Träume, so in Traumwelt sich fliehen oder virtuelle Welt fliehen. Und sie hat dann einfach diese Maske benutzt, einfach weil wir sonst keine andere Maske hatten. Und ich habe dann in diesem Moment gedacht, boah, das ist doch cool. Und ich habe dann Recherche gemacht im eBay, wie viel kostet jetzt eine Schlafmaske? Ich habe dann festgestellt, sie kostet sehr, sehr günstig, unter einem Euro oder ein bisschen über einem Euro. Während eine Mundschutzmaske, die fast genauso aussieht, sie kostet dann 10 Euro und mehr. Mhm. Und dann habe ich sofort 100 Schlafmasken gekauft und habe ich ein Verkaufsangebot bei eBay gemacht, für eine Mundschutzmaske, die keine Mundschutzmaske ist, die ist eine Schlafmaske. Aber niemand weiß davon, das ist ein Betrug, das ich gerade betreibe. Ich verkaufe Schlafmaske als Mundschutzmaske, ohne zu gestehen, dass eine Mundschutzmaske ist. Und verkaufe sie selbstverständlich zehnfach teurer, als ich sie gekauft habe. 9,99 €. Das ist der Preis nämlich, den ich nicht selbst erfunden habe, sondern das ist ein Preis, was eBay selbst mir empfohlen hat. Kannst du mir kurz mal zeigen, wie die funktioniert, die Schlafmasken als Mundmasken? Ja, das ist ganz einfach. Dass, wenn du das als Schlafmaske benutzt, dann sieht es so aus. Ja. Und wenn du das als Mundschutz benutzen möchtest, dann sieht es so aus. Mhm. Es ist das, was es ist. Mehr ist es nicht. Mhm. Von oben nach unten oder umgekehrt. Mhm. So. So einfach. Und das ist dieser Preis ist 0,99 €. Das kostet 9,99 €. Jetzt werde ich euch zeigen, wie das tatsächlich aussieht. Ich werde einfach meinen Bildschirm mit euch teilen. So sieht der Angebot auf eBay aus. Das bin ich mit diesem Mundschutz. Das ist meine Freundin als Modell und das ist sie mit selber Maske als Schlafmaske. Und das ist die Maske. Der Preis ist 9,99 €. Genau, was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe 100% von des Gewinns als Spende für Refugee Protection International angegeben. Das heißt, wenn alle 100 Masken verkauft werden, das ganze Geld wird direkt ohne bei mir mal zu landen, wird direkt an diese Stiftung überwiesen. Ich werde das Geld gar nicht sehen.
Das läuft alles direkt über eBay. Okay. Das ist was ich gerade mache. Der eBay hat jetzt besondere Kontrolle über alle Artikel, die mit Corona-Pandemie zu tun haben. Und sie haben, wenn ich dieses Angebot erstellt habe online, sie haben das sofort erstmal provisorisch gesperrt, um zu prüfen, was ich genau da betreibe. Aber das soll am 1. Mai automatisch weiterlaufen. Mhm. Das ist die Webseite von Refugee Protection International. Mhm. Und da geht den Verdient bei eBay? Genau. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine Maske kauft, man eigentlich macht nichts anderes als spendet das Geld an Flüchtlinge. Ja, super, tolles Projekt. Tolles Projekt.